Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Pokémon-Projekt und zwar Pokémon Lonely Islands. Ja, es wird mit Pokémon Blattgrün weitergehen. Wir haben ja zuletzt die Pokémon-Liga geschafft in einer Nuzlocke-Challenge und ich dachte mir, ein bisschen gibt es ja noch zu tun in Pokémon Blattgrün. Und das Ganze werden wir dann in einer verschärften Nuzlocke-Challenge machen. Wie diese allerdings aussehen wird, werdet ihr dann gleich erfahren. Jetzt gucken wir uns allerdings erst nochmal an, was denn zuletzt passiert ist in der ersten Staffel von Pokémon Blattgrün. Wir haben gegen die Top 4 gekämpft. Darunter war zum Beispiel Bruno, den wir mit Gyarados ziemlich leicht fertig machen konnten, auch wenn wir leider ein Pokémon verloren haben. Smetbo hatte dann keine Probleme, Agathe zu besiegen. Und Siegfried wurde eigentlich der als härtester Gegner erwartet, doch dank Gyarados konnten wir das Ganze auch leicht gewinnen. Und dann lieferten wir uns einen sagenhaften Kampf mit Champ Gary und wo wir dann am Ende auch Turtok mit unserem Smetbo besiegen konnten. Und so konnten wir eben uns und unsere Pokémon in die Ruhmeshalle eintragen und finden uns in Alabastia wieder. Ah, Flo, du bist also zurück. Wie ist es um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Aha. Du hast 36 gefangen. Es scheint, du würdest dich wirklich anstrengen. Wenn du mehr Einträge hast, musst du ihn mir erneut zeigen. Ja, und das haben wir uns echt zu Herzen genommen und sind durch ganz Kanto gereist, um wirklich mehr Pokémon zu fangen. Dabei haben wir unter anderem einige coole neue Gefährten dazu gewonnen, aber zum anderen auch den EP-Teiler bekommen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir 60 Pokémon, 60 unterschiedliche Pokémon gefangen haben und Professor Oich erneut entgegentreten können. Und an dieser Stelle beginnt unser Abenteuer von Pokémon Lonely Islands. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu dem neuen Pokémon-Projekt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus werden wird. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir eben die Islands erforschen können, ohne den Reiz der Nuzlocke-Challenge zu verlieren. Und ja, aber was genau uns für Regeln erwarten werden, wird es dann gleich geben. Wir gehen erstmal zu Professor Oich und gucken, was er uns zu sagen hat. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig ihn mir. In deinem Pokédex steht, gesehen 134 Pokémon, Besitz 60 Pokémon. Es wird immer besser. Temtem, yay! Ich freue mich. Ah, das ist fantastisch. Flo, ich muss dich um noch einen wichtigen Gefallen bitten. Bitte höre genau zu. In letzter Zeit wurden viele seltene Pokémon gesichtet. Ich spreche von Pokémon, die nie zuvor in Kanto aufgetaucht sind. Ich würde mir das gerne selbst ansehen, aber ich bin zu alt. Da ich nicht kann, möchte ich dich, Flo, bitten, an meiner Stadt zu gehen. Und da kommt auch schon Gary. Das habe ich gehört! Upsi, warum gibst du immer Flo den Vorzug gegenüber mir? Ich habe mehr Pokémon gefangen und auch noch schneller. Ich sollte mich also um alles kümmern. Ich weiß. Ich brauche natürlich auch deine Hilfe. Lasst mich eure beiden Pokédexe sehen. Professor Oich nahm beide Pokédex. Keine Mehrzahl, okay. Und erledigt. Nun können Sie noch mehr Infos über Pokémon sichern. Der Pokédex von Flo wurde erweitert. Dankeschön. Also, Flo und Gary. Dieses Mal müsst ihr den Pokédex wirklich vervollständigen. Es soll der beste und vollständigste Pokédex aller Zeiten werden. Das ist wahrhaft ein großes Unterfangen in der Geschichte der Pokémon. Ruhig, Obsi. Keine Aufregung. Ich vervollständige den Pokédex. Mach dir keine Gedanken. Ich denke, ich werde mich zunächst auf Island 1 umsehen. Wie dem auch sei. Ich muss weg. Ja, okay, wir sind frei. Island 1, ne, das ist ja wohl mal ein Tipp, dem wir nachgehen können. Also, wir machen uns auf den Weg nach Island 1. Flo. Hä? Flo. Wo kommt diese Stimme her? Wir sind in deinem Kopf. Aber wer ist da? Wir sind es, erkennst du uns nicht? Ihr seid es, die Verstorbenen, meine verstorbenen Partner. Genau so ist es. Es tut mir leid, was passiert ist. Es tut mir wirklich leid. Mach dir keine Vorwürfe, Flo. Es ist nicht deine Schuld. Naja, eigentlich schon. Wir wollten dir jedenfalls nur sagen, dass du dich gut auf diese Reise vorbereiten solltest. Gib Acht auf dich. Sei vorbereitet. Es wird dein größtes Abenteuer werden. Mach's gut.
Wartet! Sie sind weg. Die Stimmen sind weg und... Wir sollen uns vorbereiten auf dieses Abenteuer? Okay. Ich denke eigentlich, dass wir das sind. Wir haben viele Items mit. Und werden dadurch einiges überleben können. Und unsere Pokémon sind auch in guter Verfassung. Und ich habe den Dramaster mitgenommen und ihm mal den EP-Teiler gegeben, dass wir einen neuen Teamkameraden vielleicht ausbilden können. Ich denke eigentlich schon, dass wir gut vorbereitet sind. Aber was hat das zu bedeuten? Richtig, richtig mysteriös. Na gut, dann werden wir mal auf die Islander zusegeln. Ja, und tun einfach so, als wäre nichts passiert. Vielleicht war es auch nur Einbildung. Keine Ahnung. Ah, du hast den Tripass. Möchtest du an Bord der Seesprintfähre? Ja klar, ich würde gerne nach Island 1. Okay, alles klar. Seesprint Tempo 7. Und schon sind wir da. Das ging fix. So, dann mal gucken, was es hier so in Island 1 Neues gibt. Wir können ja mal bei Celio vorbeigucken. Vielleicht hat der ja irgendwas Cooles für uns. Hallo, Celio. Flo, wie ist es bei dir gelaufen? Oh, haha, du hast mehr Pokémon gefangen. Weißt du was? Es könnte vielleicht hilfreich sein. Ich modifiziere momentan das Netzwerk. Ich richte es so ein, dass ein Tausch über lange Distanzen möglich ist. Wenn ich fertig bin, kannst du exotische Pokémon mit Trainern von nah und fern tauschen. Aber es gibt einen Haken. Damit die Maschine funktioniert, brauche ich einen speziellen Edelstein. Er soll hier auf Island 1 sein, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Wer weiß, wo er ist? Einen besonderen Edelstein also, sagst du, ja? Okay, gut. Na gut, ich würde gerne meine Pokémon erstmal heilen, weil ich soll mich vorbereiten. Oh, du weißt es noch nicht? Auf dieser Insel und allen anderen Eiländern funktionieren sämtliche Maschinen nicht mehr. Wir können sowohl deine Pokémon nicht mehr heilen, als auch, dass du auf den PC zugreifen kannst. Auch das ist nicht mehr möglich. Und selbst die Boote sind davon betroffen. Sie fahren nur noch von Island zu Island. Aber ansonsten sind alle Maschinen wirklich defekt. Wir kommen hier im Moment nicht mehr weg. Wir brauchen dringend die Edelsteine, denn ohne sie... Ich weiß nicht, wie lange wir es aushalten. So abgekapselt vom Rest der Welt. Oh mein Gott. Was? Das heißt, wir können unsere Pokémon nicht heilen. Wir können keine Pokémon-Center aufsuchen und wir können sie auch nicht auswechseln. Und wir sind auf diesen Eiländern gefangen. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich, was Lonely Islands bedeutet. Ja, und das ist im Prinzip auch das, worauf ich hinaus will. Ich möchte ganz normal die Nuzlocke-Challenge weiterführen. Das heißt, wenn ein Pokémon stirbt, dann ist es letztendlich auch für immer tot. Das heißt, wir müssen dringend versuchen, unsere Teampartner nicht zu verlieren. Und wir haben wirklich bloß diese 6 Teampartner zur Verfügung. Und wir dürfen keine Pokémon-Center aufsuchen. Das heißt, wir dürfen unsere Pokémon nicht heilen. Wir dürfen sie lediglich zum Beispiel in der heißen Quelle da oben heilen, die ja da ist, aber auch in diesen Städten, wo sie automatisch geheilt werden, dort auch lediglich nur einmal. Und da wir die heiße Quelle schon benutzt haben, in diesem Let's Play, beziehungsweise in der letzten Staffel, dürfen wir auch diese nicht benutzen. Das heißt, wir müssen komplett mit unseren Pokémon auskommen, so wie sie sind, und komplett mit den Items, die wir haben. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr brisante Challenge und ich hoffe, dass das uns gelingen wird. Naja, wir müssen als erstes also den Edelstein finden, der hier gebraucht ist, um hier runter zu können. Das ist unser Ziel, den Edelstein zu finden. Und wenn wir das geschafft haben, ja, dann werden wir hier von den Inseln wieder runter können. Und dann werden wir auch diese Challenge, die Lonely Islands Challenge geschafft haben. Gut, ja, Märkte und so weiter dürfen wir besuchen, weil, ja, die haben ja halt ihr Zeug noch da, was wir einkaufen können und so. Von daher dürfte das alles passen. Ja, und ich würde sagen, das war jetzt einfach mal so das kleine Intro für dieses Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Namen und so weiter, falls ihr nach einem Pokémon benannt werden wollt, was wir hier finden. Übrigens auch immer nur wieder das erste auf jeder Route. Das heißt, alle Nuzlocke-Challenges oder alle Regeln bleiben erhalten. Zusätzlich kommen eben dazu noch die, dass wir eben unsere Pokémon nicht heilen dürfen und an bestimmten Orten eben nur einmalig heilen dürfen und den PC nicht benutzen dürfen. Und eben auch nicht zurück nach Kanto reisen dürfen. Ja, das kommt alles dazu. Alle Regeln findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr eben nach einem Pokémon benannt werden wollt,
Oder andersrum, wenn ein Pokémon nach euch benannt werden soll und ihr in der ersten Staffel noch nicht genannt wurdet und euch da auch noch nicht gemeldet habt, dann könnt ihr euren Namen einfach in die Kommentare schreiben und sagen, dass ich ein Pokémon nach euch benennen soll und dann werde ich das machen. Gut, das war's dann von meiner Seite aus. Ich freue mich auch riesig auf dieses Pokémon-Projekt und bin sehr gespannt, ob wir die Challenge schaffen werden, weil das ist ja nochmal wesentlich härter als die Nuzlocke-Challenge, die wir hatten, weil wir eben die Pokémon nicht heilen werden können und irgendwann wird es ziemlich kritisch werden mit den Angriffspunkten und so. Die werden ja irgendwann dahin sein und dann können wir eben unsere besten Attacken irgendwann nicht mehr ausspielen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen das Ganze hier relativ zügig durchmachen, aber ich möchte auch nach Möglichkeit eben so gut wie alle Trainer mitnehmen. Sonst wäre es ja auch irgendwie ein bisschen zu easy. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.